Schon wieder Ernteeinsatz im Ilsetal? Nein, diesmal geht es um die Historie der Zugmaschinen und der landwirtschaftlichen Geräte. Mehr als 100 Trecker, davon allein 50 der legendären Lanz Bulldog. Das kann sich sehen lassen und hören lassen. Zum 7. Mal fand am Wochenende das Treckertreffen in Esperde statt. Und das war wieder einmal eine respektable Reise in die Vergangenheit. Es haben sich ganz, ganz viele bemüht, nach Esperde zu kommen. Scheinbar war die Ernte gerade vorbei. Die Bauern hatten alle Zeit und wir hatten ein ganz großes Bulldog-Event hier. Es waren über 50 Bulldogs in Esperde. Wer war der Sieger des gestrigen Wettbewerbs? Es gab mehrere Sieger. Wir haben Starterklassen zwischen 15 bis 22 PS und dann bis 120 PS wurden immer 1. bis 3. Platz ertitelt. Und es waren Starter, über 100 Starter. Eine herausragende Leistung war darzustellen, dass dieses Mal das Traktorpulling ohne Zusatzgewichte stattgefunden hat. Das heißt also, wie die Traktoren früher aus dem Werk gekommen sind und jetzt ihre Zugleistungen in Esperde präsentiert haben. Daraus hat sich dann ergeben, dass eine spezielle Bulldog-Klasse gemacht wurde, die unwahrscheinlich gezeigt hat, wie kraftvoll diese Maschinen mit ihren 10,3 Liter Hubraum von 20 bis 55 bis 65 PS sich da präsentiert hatten. Und danach kam die Normalschlepper über Hanomag, IAC, was es alles gab. Es gab ja früher über 100 Hersteller in Deutschland und die haben hier mal gezeigt, was die alten Maschinen super drauf hatten noch. Ne? Aber der ungekrönte König ist doch der Lanz Bulldog. Ja, eigentlich Lanz hat das ja damals gleich als erste Maschine, als Niederdruckmotor, als Vielstoffverbrennungsmotor hat er sich damals dargestellt und das wurde in der Landwirtschaft natürlich sehr gerne angenommen. Menschenkraft, Pferdekraft ging zurück und die Maschinenkraft wurde durch diesen Lenz eingeführt. Was haben Sie für einen Traktor? Wir haben also auch mehrere. Wir haben auch Lenz Bullock, dann haben wir Ursus, Deutz, MAN, Anomag. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Ja. Was war das älteste Teil hier? Ja, das älteste Teil war Baujahr 1938, ein Lanz Bulldog, 38 PS. Danach kam ein Lanz Bulldog ab Baujahr 40 mit 25 PS. Und dann ging das weiterhin aufwärts bis in die 50er Jahre. Es fahren ja viele Traktoren, die gar kein landwirtschaftliches Anwesen mehr haben. Was treibt die an? Ja, ich würde mal sagen, es gab, wie soll ich sagen, es ist wie ein Bacillus unter den Oldtimer-Freunden. Die Bulldogs, dieser Lanz-Bulldogs-Virus, der hat sich so unwahrscheinlich ausgebreitet, dass die Maschinen, früher wurden sie, waren die Bauern froh, dass sie so los wurden. Da gab es 200 D-Mark für. Heute gehen die Bulldogs, die Eibulldogs, über 100.000 Euro hinaus. Ne? Wann sind Sie zum letzten Mal mit Ihrer Frau auf einem Bulldog spazieren gefahren? Ja, meine Frau steht zwar zu unserem Verein und macht auch alles mit und ist immer super Helfer, aber so, dieses Bulldog-Fahren, das ist nicht so ihr Ding. Sie nimmt lieber so einen kleinen Deutz oder so. Ne? Also die fährt auch selbst? Die fährt auch selbst. Ja, offenbar ist die ganze Familie von diesem Virus infiziert. Ja, genau. Also mein Sohn, er ist also voll in meine Fußstapfen getreten und hat auch ganz, ganz viele Freunde, die er dazugeholt hat, die sich auch jetzt über Lanz Bulldog, hier war ja der Schwerpunkt Lanz Bulldog diesmal, dass diese Sache weiter beherrscht und diese Reparaturen durchführt und versucht, anderen mitzuhelfen, dass wir dieses auch hier in Esperde weiterhin machen können. Meine Tochter genauso, fahren alle gerne Bulldog. Und wer noch nie einen Bulldog gefahren hat, sollte es doch mal tun. Es gibt die neuen T-Shirts, da steht drauf, ich fahre gern Lanz Bulldog. Also er kann sich bei Ihnen melden? Jawohl. Ja. Ja, was haben Sie hier für ein Schätzchen dabei? Ich habe mitgebracht hier den Pampa Bulldog. Kurz zur Historie von der Maschine. Die Maschine kommt aus Argentinien, ist in Lizenz nachgebaut von Lanz. Gebaut wurde von der Firma IAME. Stückzahlen etwa 2800 Stück in der ganzen Produktionszeit.
von 1955 bis ca. 1960. Der Abverkauf der Maschinen ging aber bis 1963. Entstanden ist das Ganze eigentlich aus einer gewollten Unabhängigkeit von Argentinien, was den Landmaschinenbereich angeht. Der damalige Präsident Perón wollte Unabhängigkeit von der USA haben. Was Landmaschinen angeht, hat seine Ingenieure losgeschickt. Hier macht man eine Umfrage. Die Bauern sollen sagen, was sie für Maschinen haben wollen. Und innerhalb von 3 Monaten stellen wir selber Maschinen her. Bei der Umfrage ist rausgekommen, dass die Bauern halt den Lanz Bulldog favorisieren. Und daraus ist dann der Pampa entstanden. Ist halt der Nachbau vom 55 PS Lanz Bulldog. Bis ins kleinste Detail baugleich. Wie sind Sie an das Teil gekommen? Ich habe mich da immer schon für interessiert. Ich fand es interessant, 55 PS halt, der stärkste Glückhoff, den es gab. Und habe ihn dann bei eBay in Einzelteilen zerlegt gekauft. Für wie viel Euro? Genug. Man hätte schon ein schönes Auto für gekriegt. Fahren Sie damit auch schon mal größere Touren? Also bis maximal 100 Kilometer, danach laden wir auf. Also dann wird verladen auf dem LKW. Wenn wir weitere Touren machen, ja. Und wer darf dann mitfahren? Meine Freundin natürlich. Und was sagt die dazu? Ist selber sehr fasziniert von dem Hobby, hat auch einen eigenen Lanzglühkopf, einen kleinen, 20 PS. Und ja, zieht da voll mit. Was macht den Spaß aus an diesem Treckerfahren? Erstmal bin ich damit groß geworden. Das ist eine absolute Leidenschaft. Ich mache das schon seitdem ich ein Kind bin. Also dieser Bulldog hier ist der Bulldog von meinem Vater, meinem Opa, ist ein Familienerbstück. Und jetzt eben auch mein Bulldog. Und ich bin damit groß geworden. Das ist eine absolute Leidenschaft. Und wenn man das einmal angefangen hat, dann macht es wahnsinnig Spaß. Man möchte nicht mehr aufhören. Und machen Sie auch Reparaturen? Ich selber nicht, allerdings begleite ich meinen Vater, der repariert und restauriert den Bulldog selber. Wir haben mehrere Bulldogs und andere weitere Schlepper und er macht halt alles selber und ich bin dabei. Also ich selber kann das noch nicht, aber mal sehen, was noch so kommt. Also nicht nur Männer können abschleppen, auch Frauen? Na sicher, das ist halt eine Leidenschaft und entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und wenn man einmal den Virus, wir nennen das in den Kreisen den Virus, dann hat man ihn und dann ist man voll dabei. Okay, wie alt ist das Schätzchen? Dieser Bulldog ist Baujahr 1934, allerdings muss man dazu sagen, er hat ein anderes Steigrohr, somit sagen wir, dass er Baujahr 36 ist, also eine Vorkriegsmaschine. Und der hier wurde damals in der Wehrmacht mit eingesetzt.
Es war eine gut besuchte Veranstaltung. Klar doch, die Treckerfreunde in Esperde sind eine gute Adresse, wenn es um Landsoldtimer geht. Und schließlich ist ja auch ganz in der Nähe in Bury das Museum für Landtechnik und Landarbeit. Das Ilsetal im Weserbergland lebt mit und von der Landwirtschaft, damals wie heute.